Herzlich willkommen zu diesem nächsten Videotutorial für das Alpanadon Rampe. Im letzten Video, mögen Sie sich vielleicht noch erinnern, habe ich Ihnen gezeigt, wie man ein Längenprofil eingibt und das ganze Längenprofil auf der Achse verschiebt. Wir haben neu für Sie einen Workflow eingebaut, um diesen Prozess noch viel zu vereinfachen. Wir starten nun mal mit den Basics dieser Arbeitstechnik und wechseln in die Optionen von Alpan. In der Arbeitsumgebung stellen wir die Neigungseingabe auf Prozent um. Wenn ich nun mit der Linie mir ein Längenprofil aufzeichnen möchte, kann ich im unteren Bereich die Punkteingabe auf Winkeleingabe stellen und mit den Prozentwerten arbeiten. Hier mal 10% mit 35 Meter in der Länge. Wenn ich nun diese Linie anklicke, sehe ich, dass die 35 Meter direkt in der Schräge gemessen sind. Auf der linken Seite kann ich mit den Griffen entscheiden, ob sich die Neigung verändern soll. Hier in diesem Moment habe ich mal die Neigung fixiert und auf 35 Meter in der Horizontalen gestellt. Ich kontrolliere mal mit der Messfunktion noch die Neigung und sehe genau noch immer 10%. Das passt für mich so. Mit dieser Arbeitstechnik kann ich nun also ein beliebiges Längenprofil konstruieren. Hier mal ein Beispiel mit einfach verschiedenen Neigungen, verschiedenen Abständen. Und wenn ich diese Elemente habe und sie nicht ausrunden möchte, fasse ich diese nachher noch als Polylinie zusammen. Dieses mache ich am besten mit der rechten Maustaste auf die Linie und kann somit die einzelnen Linien zum Polygonzug verbinden. Hier sehen Sie das Resultat. Ein Polygonzug. Im mittleren Beispiel habe ich noch etwas weitergearbeitet und zwar sind hier Ausrundungskreise drin, also immer Linie und Kreise. Dabei ist wichtig, dass die Kreise tangential anschließen. So, nun möchte ich starten mit der Rampe. Ich habe also unten die Rampe angeklickt. Die ist insgesamt 40 Meter lang und standardmäßig werden ja die Basishöhen auf dieser Rampe verteilt. Wie Sie im vorhergehenden Video gesehen haben, können wir diese bearbeiten. Neu haben wir einen Übernahmeknopf für Sie integriert. Das heißt, Sie können mit diesem Button direkt eine zweite Konstruktion übernehmen. Dabei wird die Länge der Achse reduziert, und zwar genau um diesen Wert hinten, dass die Achse mit dem Längenprofil übereinstimmt. Ich übernehme nun den Polygonzug und auch hier sieht man, dass die Endposition mit dem Offset genau am gleichen Ort endet wie das Element. In der Palette sehen Sie auch das Längenprofil. Bitte lassen Sie sich durch die Vorschau nicht irritieren, weil diese ja, je nachdem wie breit das die Palette eingestellt ist, verzerrt wird. Im Teilbild sehen Sie aber immer wiederum die richtige Achslänge. Auch eine Übernahme von Linien und Kreisen ist möglich. Sie sehen hier jetzt, dass beim Radius sofort die Elemente sauber drin sind. Ich möchte nun mal noch ein neues Achsbeispiel aufzeichnen. Ich nehme auch wieder eine einfache Variante. Ich nehme einfach mal eine Linie und runde die Linie mit zwei Elementen ausrunden zu einem Bogen aus. Wenn ich nun eine neue Rampe zeichne, wird neu die Achslänge nicht auf die ganzen Kreisbogen verzerrt, sondern die Einstellung vom letzten Element genommen. Das heißt, ich kann nun diese Rampe mit den gleichen Höhen auch wiederum auf dem Kreisbogen verschieben und das Ganze passt sich mit dem genau gleichen Längenprofil an und die Radiusse müssen nicht mehr korrigiert werden, wie im Beispiel, das ich letztes Mal gezeigt habe. Noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie ein Längenprofil aufzeichnen, das absolut gar keinen Sinn macht, hier mal als Beispiel ein paar Linien, die zum Beispiel zurücklaufen, dann wird bei der Übernahme keine Fehlermeldung gebracht, sondern es werden einfach die Elemente übernommen, bis es Sinn gibt. Also ich modifiziere hier nochmal die Rampe, um das zu zeigen. Ich übernehme mal das obere Element, rahme es ein und man sieht schon, dass eigentlich nur die gerade Linie übernehmen konnte.
Also die Linien müssen natürlich in eine Richtung gehen, Kreisbögen müssen tangential sein, dann klappt das Ganze auch wunderbar, um so schnell ein Längenprofil zu übernehmen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn ich Ihnen das Add-on-Rampe noch weiter erkläre.